Ihr wollt sehen, was wir hier, hier und dort alles umgebaut haben, was ein echter Mega-Umbau ist, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und als allererstes, bevor ich irgendwas am Video, Technik oder sonst was sage, möchte ich mich bei euch alle ganz, ganz herzlich bedanken. Warum möchte ich mich bedanken? Weil ich 10.000 Abonnenten voll gemacht habe und das durch euch. Und da sage ich ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich unheimlich gefreut, weil das sind 10.000 ehrliche Abonnenten. Ich habe keine gekauft oder sonst was, wie manche andere das tun, sondern da sehe ich keinen Sinn drin. Ich habe einfach meine Videos gemacht und sage nochmals ganz, ganz lieben Dank für euer Interesse an meinem Kanal, an dem, was ich von mir gebe, an dem, was ich euch erzähle, was ich euch zeige. Und das finde ich super, super speziell und alles nicht selbstverständlich und sage ganz, ganz lieben Dank. Nun möchte ich euch heute ein Video präsentieren, wo wir so einen halben Mega-Umbau gemacht haben, so einen richtigen Kastenwagen mal mit Energie richtig voll gemacht haben. Ein Expeditionsfahrzeug, wo wir gerade am Ausbau sind, da kann ich euch noch nicht ganz so viel zeigen, weil es noch im Bau ist, aber ich habe euch mal einen kurzen Einblick verschafft. Und so ein Rundumblick, was wir hier kurz vor Weihnachten noch stemmen müssen. Also hier ist richtig was los. Wir haben richtig viel zu tun und dafür auch ganz, ganz lieben Dank an die Kunden, die uns immer wieder besuchen und uns wahrnehmen. Das ist alles, wie gesagt, nicht selbstverständlich und wir sind da richtig, richtig glücklich drüber. Wir versuchen immer, alles zu geben, die beste Qualität zu liefern und dementsprechend auch die Umbauten zu gestalten. Auch wir verbessern uns täglich. Ist nicht immer ganz so einfach, weil natürlich der Zeitdruck auch da ist. Man kann sich für solche Umbauten nicht unendlich viel Zeit lassen. Kostet ja alles auch Geld. Aktuell haben wir nur dazu wieder mal einen ziemlichen Krankenstand. Also aktuell sind nur 2 Leute im Krankenstand. An der Stelle auch, liebe Mitarbeiter, wünsche ich euch ganz, ganz gute Besserung und hoffe, dass es euch bald wieder besser geht. Krank ist immer doof, aber der Mensch geht nun mal vor und das ist einfach so. Da muss halt der ein oder andere mal ein bisschen länger warten oder das eine oder andere Gespräch müssen wir dann terminell verlegen, weil ich mit in die Werkstatt muss, weil ich da einspringen muss, weil es halt echt voll ist, so kurz vor Weihnachten noch. Und dann ist natürlich Betriebsferien, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Drum seht's uns nach. Wir sind trotz alledem noch ein relativ kleiner Betrieb. Wir haben jetzt aktuell 12 Mitarbeiter. Da fällt es halt schon noch ins Gewicht, wenn von meinen 7 Monteuren, wo ich habe, 2 wechseln. Da schaffen wir schon mal ganz schnell wieder 2, 3 Autos weniger in der Woche. Das ist halt einfach schwierig. Wird aber alles mit kalkuliert, aber klar, Urlaub kann man einkalkulieren, aber Krankheit kann man halt nicht kalkulieren. Und da gibt es halt dann immer leichte Verzögerungen, muss man ein bisschen umdisponieren. Und auch da sage ich ganz, ganz lieben Dank für euer Verständnis da. Die Kunden das großzügig mitmachen, da muss ich wirklich sagen, Hut ab, Chapeau, vielen, vielen Dank auch dafür. Ja, jetzt würde ich aber sagen, genug gedankt, jetzt geht es wieder ans Interessante. Heute ein kleines Video über, was wir alles eingebaut haben, wie es fertig ausschaut. Die Technik selber kennt ihr von meinen Videos, auch die wird sich immer wieder wiederholen, aber ich möchte auch immer wieder mal so fertige Autos zeigen, damit ihr mal seht, wie das dann letztlich in der Vollendung ausschaut. Gehen wir los, ab in die Werkstatt. Ein wunderschöner Affinity. Den haben wir hier stehen, schon seit längerer Zeit. Warum haben wir den hier stehen? Weil er natürlich einen Mega-Umbau bekommt. Was haben wir hier alles gemacht? Was kam hier alles rein? Das ist schon echt wow. Wir fangen oben auf dem Dach einfach mal an. Wir gehen mal kurz hoch miteinander. Voilà.
Hier haben wir verbaut Solaranlage, zwei Module, die haben hier sauber drauf gepasst. Und die Klimaanlage war schon verbaut, Oyster Connect war schon verbaut. Wir haben hier die Solaranlage reingebaut, damit er viel Strom hat. Zwei Platten auf einem Kastenwagen ist immer ein wenig problematisch. Nicht die zwei Platten sind problematisch, aber mal wieder runter. Für das, was er hier an Power drin hat. Denn wir haben hier, zack, zweimal 320 Amperestunden Lithium verbaut. Einmal Fahrersitz, einmal Beifahrersitz macht 640 Amperestunden Lithium. Jetzt war die Herausforderung, die ganzen Kabel müssen einmal komplett nach hinten, weil der Querschnitt hier sehr speziell ist. Hier hat man keinen Platz mehr. Also hier herin konnten wir nirgends die Wechselrichter, Ladebooster, Solarregler und so weiter verbauen. Somit sind wir einmal nach hinten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das kann man sich ausrechnen. Das Fahrzeug hat einen Wechselrichter bekommen, hier hängt er, mit 3000 Watt. Warum hat er einen 3000 Watt Wechselrichter? Weil hier nachträglich auch noch ein Induktionskochfeld reinkommen soll. Also müssen wir hier von vorne mit 2x 120 Quadrat, weil die Entfernung so groß ist, auf diesen Wechselrichter gehen. Also da ist mal richtig was los. Dann haben wir das ganze Elektrofach hier verbaut. War natürlich schon vorhanden. Wir haben es natürlich komplett umstrukturiert. Zwei Solarregler, einmal für die Solaranlage auf dem Dach und zusätzlich für die Solartaschen. Dann haben wir hier noch unseren Ladebooster verbaut. Ein paar Mika-Verteiler, weil wir natürlich ein paar separate Sicherungen hergelegt haben. Hier haben wir unsere ganzen Booster, Solar und so weiter, die ganzen Sicherungen dementsprechend verbaut. Die ganzen Sicherungen für Sensoren und so weiter. Also da ist schon richtig, richtig was los. Ihr seht hier der Booster, auch schon grün. Das heißt, aktuell gerade ist die Rapid-Funktion aktiviert. Er lädt gerade mit 3 Ampere vor in die Starterbatterie. Echt eine tolle Geschichte. Somit wird die Starterbatterie nie leer und kann dementsprechend immer gut versorgt werden. Hier unten sitzt der EBL-Block. Ja, das ist immer so eine Sache, diese EBL-Blocks. Ich mag sie nicht, aber kann man machen, muss man nicht. Aber sind halt mal verbaut in den Fahrzeugen, aber ist okay. Dann haben wir noch die Scheinwerfer verbaut. Die haben wir vorne schon gesehen. Dann haben wir Lithium-Akku verbaut, haben wir ja vorne auch gesehen, den haben wir ausgebaut. Und hier die ganzen elektrischen Situationen eingebaut. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir müssen, und das dauert sowas von viel Zeit, wir müssen ja mit den ganzen Boosterkabeln, Solarkabeln, Wechselrichterkabel, mit riesen Querschnitten müssen wir einmal durch das ganze Auto. Ich versuche euch da mal auch ein paar Bilder einzublenden. Also das ist schon echt ein Act, der ist nicht ganz ohne. Hier wollte der Kunde noch zusätzlich eine 230 Volt Steckdose und zwei Solartaschenanschlüsse. Warum? Weil er zwei verschiedene Solartaschen hat. Die haben wir natürlich dementsprechend hier verwirklicht. So kann er zwei verschiedene Solartaschen anstecken und die ganzen Akkus wieder aufladen. Macht natürlich Sinn mit den Solartaschen, weil wir hier natürlich ein kleines Dach haben. Wir haben natürlich einen Kastenwagen, das dürfen wir immer nicht vergessen. Somit sind wir natürlich ein bisschen gehandicapt mit der Anzahl der Module, wo ich hier aufs Dach bringe. Da ist natürlich so ein Solartaschenanschluss schon richtig cool, weil jetzt kann ich natürlich die ganze Geschichte richtig vollladen. Dann hat er natürlich nur schicke Reifen, die waren aber nicht von uns, die hat er schon drauf gehabt. Also echt eine tolle Sache. Und dann haben wir natürlich vorne noch die Scheinwerfer verbaut, die ich euch gerade schon gezeigt habe, die ich auch ultra scharf finde. Also die machen richtig was her. Hier hat man beim Einbau auch eine kleine Schwierigkeit,
weil wie wir sehen, sind hier die ganzen Manometer verbaut. Und ich glaube, der Händler war es, ich kann es nicht genau sagen, hat natürlich noch ein Luftfahrwerk, ein Zusatzluftfahrwerk eingebaut mit Balken auf der Hinterachse und hat unter dem Fahrersitz den Kompressor verbaut. Geht natürlich gar nicht für uns, weil wir mussten ja hier zweimal 320 Amperestunden Lithium eindonnern. Somit war das unmöglich. Ah, hier sehen wir schon wieder, grün, der Rapid läuft. Nur mal zum Zeigen, weil ich habe jetzt das Licht angemacht. Ne? Ihr seht, hier oben, weil ich die Tür aufgemacht habe, geht gleich das Licht an. Dann wird wieder wegen Strom von der Starterbatterie gezogen. Wupp, geht sofort der Rapid an und hält die Starterbatterie wieder fit und lädt sofort wieder nach. Also echt eine geile Geschichte mit dem Rapid. Und dann musste man natürlich den kompletten Kompressor umbauen. Das heißt, wir mussten den Kompressor von hier, wollten wir erst hier reinbauen, unter der Drittstufe, ist auch so ein typischer Platz dafür, ging aber nicht, weil hier fette Steuerteile sitzen. Also mussten wir ganz darunter. Das aber wiederum bedeutet, alle Luftleitungen neu machen, verlängern, dementsprechend alles umlegen, umbauen, hier Brettchen anfertigen, damit wir Distanz kriegen, damit hier dahinter der Akku passt und. Ein Riesenaufwand. Also echt Wahnsinn, was so ein Auto letztlich doch an Umbauaufwand hat und was da bewerkstelligt werden muss. Zu guter Letzt haben wir dann hier natürlich noch eine Klesana eingebaut. Die steht hier. Also auch echt ein schickes Teil. Ja, und dann nur Kleinigkeiten, dann musste man hier unten den Ausströmer befestigen und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten waren dann hier noch zu tun, aber das schaut richtig scharf aus. Ich finde, es schaut richtig gelungen aus, macht richtig Spaß. Überhaupt der Grundriss von dem Fahrzeug, sehr elegant, finde ich sehr schön. Hier das Bett mit hier Menge Stauraum, auf der Seite den Tisch zum Ausklappen, Sitze umdrehen. Hier sehen wir, dass noch kein Kochfeld drin ist, weil natürlich das autark, das Induktionskochfeld noch reinkommt. Also echt eine tolle Sache. Dann haben wir hier nur eine Klimaanlage, die natürlich auch autark funktionieren soll, so ein bisschen und. Dann haben wir hier hinten noch einen Blue Battery Messschand verbaut, dass alles über einen zentralen Batteriecomputer angeschaut werden kann von WCS und wir hier immer den aktuellen Stand abrufen können. Also echt ein riesen Mega-Einbau, war ziemlich komplex zu erledigen oder zu machen, war schon echt krass. Hier unten, ja, ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen, da laufen die ganzen fetten Kabel rum. Ich schau mal, ob wir da reinleuchten können. Also hier seht ihr einen kleinen Schwung an Kabel, die da hinten durchlaufen. Also da haben wir richtig, richtig ordentlich verlegen müssen, damit wir hier alles durchkriegt haben. Allein die Kabelverlegerei, ich will nicht sagen, es war eine Woche, aber allein für die Kabel legen haben wir schon fast eine Woche gebraucht, damit die alle da drin sind und sitzen und an Ort und Stelle sind. Ja, dann kommen wir hier zum nächsten Fahrzeug. Genau das gleiche Spiel. Ein richtig geiles Auto, nagelneu von der Firma Wölke. Wurde für unseren Kunden extra gebaut. Auch da blende ich euch ein paar Bilder ein, wie das im Bau ausgeschaut hat. Also echt richtig, richtig scharf. Jetzt steht er hier und wir machen die Elektrik und gucken uns mal an, was wir hier alles machen. Also ich bitte euch um Nachsicht. Wir sind hier noch mitten am Bau. Drum schaut es da nur ein bisschen aus in dem Fahrzeug. Aber ich zeige euch einmal, was da alles zu tun ist. So, auch hier haben wir zweimal 320 Amperestunden Icepack, sind 640 Amperestunden, wo wir da drin haben. Auch hier kommt der 3000er Wechselrichter, dann kommt hier noch Ladebooster, Solarregler und so weiter hin. Ihr seht, hier hängen noch ein Haufen Kabel rum, hier sind wir noch mitten am Bau. Das schaut noch relativ wüst aus. Das Ganze zeige ich euch dann natürlich auch noch, wenn wir unser Finish machen, wenn das dann fertig ist, damit ihr mal richtig seht, wie das richtig ausschaut, weil dann schaut es nämlich richtig, richtig geil aus. Das Dach für dem Auto möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir 6x130 Watt Peak an Platten drauf,
Also ihr seht, wir haben hier drei Stück montiert, wir haben hier drei Stück montiert, damit wir dementsprechend Energie natürlich runtergewinnen. Das ist natürlich hier ein bisschen schicker wie jetzt beim Kastenwagen, weil hier haben wir natürlich Platz. Das ist natürlich schon richtig scharf. Und da kann man sich dann austoben und kann natürlich entsprechend Platten dann montieren, dass dann auch wieder richtig Energie runterkommt. Auch das Dach haben wir fertig gemacht, 6 hübsche Platten drauf, damit richtig viel Energie wieder nach unten kommt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, was ich euch gezeigt habe vom Umbau her. Für mich auch mal wichtig, immer wieder zwischendrin sowas zu zeigen, damit ihr auch unsere Einbauqualität, unser Einbauen grundsätzlich seht, ist ja auch wichtig zu wissen. Wie arbeiten wir eigentlich, was arbeiten oder verarbeiten wir eigentlich und wie schaut das Ganze aus? Da muss ich sagen, finde ich den Umbau hier richtig toll bei dem Kastenwagen. Hat allerdings auch wieder mal eine Woche länger gedauert, weil viele, viele, viele Kleinigkeiten kamen, die überhaupt nicht vorhersehbar waren. Allein, wo ich erwähnt habe, der Kompressorumbau, das hat für einen Mann 7 Stunden gedauert. Wahnsinn. Man muss Halter anfertigen, man muss Adapterplatten anfertigen, man muss Luftleitungen verlängern, das muss alles wieder abgedichtet werden und. Das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Es kann sich keiner vorstellen, wie das bei so einem Kastenwagen ausschaut, was da, also Kastenwagen, Wohnmobil grundsätzlich, was da für diffizile Arbeiten dranhängen, um alles sauber, ordentlich, funktionell, langlebig zu verbauen. Das ist schon, muss ich sagen, höchste Qualität, aber das dauert halt einfach auch an Zeit. Das ist einfach so, da können wir auch nichts dran ändern und drum dauert halt manchmal Umbau einen Tag länger. Aber der ist fertig, der ist schick und schaut richtig klasse aus. Der geht jetzt die Woche noch raus zum Prüfen. Heute wird er noch rausgefahren, morgen wird alles durchgeprüft, durchgecheckt. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Da kommt vorne nur ein kleines Gitter rein, das kriegen wir auch noch hin. Und dann haben wir alles durch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es war für euch interessant. Ich kann immer wieder nur sagen, in dem Video bedanke ich mich noch 1000 Mal für euer Engagement, für eure Abos, für euer Zuschauen und das Interesse an unserem Kanal. Und beim nächsten Video geht es wieder um knallharte Technik von WCS. Und ich sage trotz alledem immer wieder nochmal ganz lieben Dank. Euch noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bleibt mal gesund, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis dahin, euer Micha.